Wir haben uns heute mal Burger zu Hause gemacht. Natürlich jetzt nicht einfach so, wie man das zu Hause so kennt, sondern ich habe ein Catering-Probierpaket New York mir ausgesucht. Und das ist das Resultat. Surf and Turf könnt ihr machen oder nur das Patty drauf. Und wir zeigen euch, wie es geht und was alles in dem Set drin ist. Wir haben heute mal wieder was Besonderes für euch. Wir wollten mal wieder was Neues ausprobieren. Wir sind ja bloß noch alleine an meisten Feiertagen und muss ja nicht immer zu Weihnachten Ente geben. Jetzt war ich auf der Suche nach ein paar schönen Sachen und dann bin ich auf eine Firma gestoßen. Surf oder Turf ist der Shop und die nennen sich cateringtrucks24.de. Die machen alles selber. Da wir hier nicht die Möglichkeit haben, auf unserem kleinen Kaff, ich sage immer, wir wohnen am Arsch der Welt. Wir können nicht einfach mal losfahren und uns einen Burger holen, mal die tollen Trucks ausprobieren, wenn die irgendwo stehen. Das ist alles viel zu weit weg von uns. Und da habe ich gedacht, wenn die sowas jetzt schon anbieten, dann möchte ich das jetzt gerne mal ausprobieren. Und habe mir da eine Box bestellt, zum Beispiel Catering Probierpaket New York. Ich zeige euch jetzt mal, was da alles drin ist und wie das bei uns hier angekommen ist. Ihr seht jetzt schon, es ist ein Riesenpaket. Die kleinste Menge, die man bestellen kann, ist, glaube ich, für 4 Personen, wenn man so ein Probierpaket da haben möchte. Aber ihr könnt euch natürlich auch einzelne Burger bestellen. Die haben da ganz viele. Ich verlinke euch natürlich die Seite, dass ihr da gucken könnt. Ihr könnt euch die Soßen extra bestellen. Ihr könnt euch diese Fleischsorten extra bestellen. Ihr könnt euch die Burger-Patties extra bestellen, wenn ihr jetzt nur die Patties haben wollt und eure Brötchen von zu Hause nehmen wollt oder was auch immer, um Geld zu sparen, aber wenn, dann kauft man sich das ganze Teil, wie sich das gehört, weil das sind ausgezeichnete, nicht weil ich jetzt sage, die sind ausgezeichnet, sondern das sind prämierte Foodtrucker, ja, Foodtrucker sagt man dazu, also prämierte Köche. Ja, was soll man da lang? Spitzenköche, was will man da lange rumhalten? Und die machen das vor allem alles selber. Die haben Fleisch aus der Region, die haben sie ja weggerinnt. Also, ja, kriegt man bei uns hier überhaupt nicht, brauchen wir uns ja nicht anstrengen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was da drin ist. Also hier ist jetzt dieses Riesenpaket, alles super verpackt, dass da wirklich nichts kaputt gehen kann. Und dann, hier, jetzt kann man da mal reingucken, wirklich alles ordentlich verpackt. Und ihr bekommt sogar die Schälchen und das Besteck zum Essen, alles so aus. Ist das cool. Ja, aus was für ein Zeug ist das? Bambus, Holz, ich gucke da noch mal genauer nach. Also das ist jedenfalls alles ökologisch. Bio, ökologisch abbaubar. Also, aber das hebe ich mir auch für schlechte Zeiten, ja, weil das eben schön ist. Also da mache ich irgendwas anderes mit. Das stellen in der Küche als Dekoration. Ja, ich packe euch das jetzt mal aus, damit ihr mal seht, wie viel das ist. So, hier seht ihr jetzt mal alles auf einen Haufen. Das ist so viel, das kriegt man kaum in eine Kamera eingefangen. Also angefangen mit den Burger Buns heißen die ja immer, also die Brötchen für die Burger. Dann hat man hier, man hat ja hier Gott sei Dank so eine Aufstellung dazu, was da alles mit drin ist. Bacon Jam nennt sich das. Machen die selber, das ist angebratener Bacon, also Schinken, wie man das so schön sagt. Hier, ich habe da Schinken angebraten mit, ich glaube, da ist Whisky drin und was weiß ich, das machen die alles selber. Zwiebeln und super für die Burger eben zum Draufmachen. Wir haben 4 solche Patties, also diese Buletten oder ja, Patties. Patties halt dazu. Dann gibt es schon fertig angebratenen Speck dazu. Ihr habt sogar den Salat, den man da eben mit drauf macht. Man hat, wie heißt das hier, Wagyu-Schmalz zum Anbraten, also vom Wagyu-Rind. Das machen die alles selber. Kriegt man dann halt einen leckeren Geschmack zu dem Rindfleisch hier Patties. Schon. Die Patties. Einfach Rindfleisch-Patties. Die haben natürlich auch Veggie-Patties. Ist dann natürlich alle teurer, weil das Fleisch ja an sich schon teurer ist. Man hat eine Cheddar-Creme, Guinness-Cheddar-Creme. Also da ist Guinness-Bier drin und Cheddar-Käse. Die haben da ein Rezept entwickelt, wo sie auch wieder mit ausgezeichnet worden sind als Käsecreme. Dann haben wir hier dazu sind das die Zwiebeln? Ich denke mal ja. Whisky-Zwiebeln, also Zwiebeln mit Whisky. Das gibt alle einen ganz tollen Geschmack. Ihr habt da sogar Coleslaw mit dabei, weil das ja auf so einen Burger mit drauf gehört. Man hat hier diese, wie heißen diese Dinge? Jalapenos.
Habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen. Ist alles mit dabei. Dann hat man Barbecue-Soße damit drin, ein Gläschen. Dann hat man Chili, Chipotle, Mayo mit drin. Dann hat man zu dem Ganzen noch... Das ist was für mich. Das sind Garnelen für meinen Mann. 12 Black Tiger Garnelen, also 3 pro Burger. Ja, ist jetzt noch... Ja, dann... Ja, ich esse sie Gott sei Dank nicht, kriege mein Mann dann eben alle und dafür kriege ich so ein Patty mehr. Ja, okay, damit kann ich leben. Und dadurch, da kann man sich jetzt seinen Burger mitmachen. Wie gesagt, wir haben so ja Servietten damit bei, weihnachtliche Servietten und eben diese Teller, wo man den Burger praktisch drauf machen könnte. Ihr habt eine ganze Auflistung dazu und ihr habt auch eine Anleitung, wie man das macht. Schritt für Schritt. Das zeigen wir euch jetzt gleich. Also so einen Burger zusammensetzen, müsst ihr eigentlich zu schaffen gehen, wenn man so eine tollen Zutaten da hat. Ich finde es eine coole Idee oder fand es eine coole Idee schon, als ich es bestellt habe, dass man alles geliefert bekommt. Du musst jetzt also nicht losrennen, um dir einen Salat zu holen. Wenn man jetzt irgendwie mal plant, sowas zu machen, dann rennst du los, kaufst dir von mir aus Hackfleisch, Rind oder Schwein, was du nehmen willst. Und dann bist du zu Hause und denkst, Mist, jetzt habe ich die Soße vergessen oder diese Mayo vergessen. Hat man ja gar nicht, weil man das ja auch so lecker ja nicht hier macht. Genau. Und also, da das alles ausgezeichnete Sachen sind, also preisgekrönt, sagen wir so rum, preisgekrönte Sachen sind, die man bei uns hier so gar nicht kaufen kann, selber machen kann wahrscheinlich auch nicht. Ich finde es cool, ich mache mir jetzt dann, oder wir machen uns dann jetzt erstmal Burger so rum. Genau. Bis gleich. So, wir haben dann schon mal alles aufgemacht. Ich habe auch mal schon mal probiert. Man muss ja schon mal sich mal eins ausprobieren. Hier ist noch eins offen zu. Hier dieses Bacon Jam. So, und jetzt hat man hier eine Anleitung mit dabei, hatte ich ja schon gesagt. Und danach kann man dann vorgehen, wie man das am besten macht. Eigentlich ist ja ein Hamburger ganz einfach, aber ich habe mir das trotzdem durchgelesen. Wir fangen jetzt erstmal mit den Buns an. Heißt das Burger Buns? Ja, ich glaube, diese, also jedenfalls diese Brötchen. Und dazu gibt es hier so einen Schmalz, Wagyu-Schmalz, von so einem ganz teuren Rind. Das machen die selber, diese Schmalz. Und darin soll man erstmal die Brötchen anbraten. So, dafür mache ich mir jetzt ein bisschen was von dem Schmalz in eine Pfanne. Bin da natürlich ganz schön knauserig mit, weil man darin auch seine ganz normalen Steaks braten kann. Also das kann man sich auch extra, also einzeln nachbestellen. Und dann hast du eben richtig tolles Bratschmalz für ganz normale Steaks. Und dieses Fett gibt dann dem ganz einfachen, stinknormalen Steak ein richtig leckeres Aroma. Es ist schon alles durchdacht, ist ganz cool. Ich mache jetzt hier bloß ein bisschen rein, nehme das wieder raus. Zack. Du bist ja knausrig. So, und da kommen dann jetzt die Brötchen rein. Ich habe jetzt extra eine große Pfanne, damit wir gleich beide Seiten und beide Brötchen für uns anbraten können. Kommt jetzt hier rein. Kann ruhig mal schön getränkt werden. So, jetzt wird das hier kurz angebraten. Hier habe ich noch eine zweite Pfanne. Da kommen die Garnelen rein. Die werden erwärmt. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Dann kann man sich einen Surf and Turf Burger zusammenbauen. Oder man nimmt nur einen Burger mit Garnelen. Oder nur einen Burger mit dem Rindfleisch-Patty. Ich möchte mit dem Patty und den Garnelen. Und den Garnelen, kann ich mir vorstellen. Gott sei Dank esse ich ja keine Garnelen. Das kannst du also alle für dich alleine haben. Die sind schon vorgegart, die erhitzt man jetzt eigentlich bloß noch. Und bei den Patties muss man jetzt bloß gucken, dass die braun, also ein bisschen knusprig braun werden. Dauert nicht lange. So, meine Brötchen sind dann fertig. Die können dann schon mal aus der Pfanne raus. Das habe ich getrödelt, weil ich andere Sachen gemacht habe. Das sind dann jetzt erstmal unsere Patties. Die packe ich schon mal bei, nee, unsere Buns heißen die. Also die sind englische, also die Brötchen. Pack mal beiseite. Kommt wieder Schmalz in die Pfanne. Und da kommen dann jetzt die Klopse rein. Die so. Wieder Fett rein, weil die richtig schön Geschmack kriegen sollen noch. Aber diese Klopse haben schon so einen tollen Geschmack. Also ich habe schon mal eins probiert, hatte ich ja gesagt. Die sind so schon toll gewürzt, edel. Und man merkt wirklich den Unterschied, wenn man richtig gutes Fleisch hat.
Hätte ich nie gedacht. Wir haben immer bloß Schweinefleisch genommen, weil ich gesagt habe, Rind ist nicht meins. Aber das ist lecker. Die Garnelen sind dann fertig. Die stelle ich erstmal so beiseite, weil die ja oben drauf kommen auf den Burger. So. Jetzt machen wir das andere hier weiter. Die Patties. Aufpassen, weil ich ja nicht Garnelen mag, muss ich immer auch mit dem Besteck aufpassen, dass ich keinen Garnelengeschmack dran habe. Oh. So, jetzt lassen wir hier die Patties braten. Ist das laut? Gleichzeitig kommen dann hier vorne Zwiebelchen rein. Ein bisschen von diesem Bacon Jam. Kann man alles einzeln machen, braucht man dann immer eine einzelne Pfanne. Ich mache das alles zusammen, war ja ganz lecker. Bin ich auch knauserig mit. Kann man kalt drauf machen oder eben erwärmen. Ich wollte es erwärmen. Da sind auch so Speckstreifen mit drin in dem Paket. Kommt auf jeden einen Speckstreifen. Legen wir jetzt hier auch mit rein, dass der nochmal mitgebraten wird. Und die Patties muss man im Auge behalten, dass die dann so werden, wie ihr die haben möchtet. Ob die jetzt blutig noch sein sollen oder eben durch. Ich möchte sie durch. Ich möchte kein Blut bei mir irgendwo. Also müssen wir so ein bisschen braten lassen. Während unsere Burgerklopse braten, unsere Patties, können wir schon mal weitermachen und die Brötchen hier belegen. Da kommt jetzt diese Käsecreme drauf. Könnt ihr machen. Ihr könnt auch diese Mayonnaise drauf machen. Ich mache jetzt hier unten schon mal Käsecreme drauf, weil ich die so saumäßig lecker fand. Und ich mache noch ein bisschen von der Mayo drauf. Also ihr könnt euch das zusammenstellen, wie ihr das möchtet. Ich fand es so lecker, dass ich diesmal mehr Soße brauche. Also das sind ja hier die Soßen dafür. Dann kommt da ein Salatblatt drauf. So, das Salatblatt. Jetzt habe ich hier die falsche Seite gemacht, aber so. Man muss immer gucken, das ist eigentlich unten. Oh. Ja. Abkratzen, neu machen. Abkratzen, neu machen, klar. So. Jetzt muss man immer gucken, wenn man runterdrücken kann und es geht noch hoch, dann ist innen noch weich, also noch blutig. Also muss ich das noch ein bisschen ziehen lassen. Ich habe die Temperatur ein bisschen runtergestellt, damit mir das nicht verbrennt auf der einen Seite. Jetzt lassen wir das hier kurz noch ein bisschen werden. Meine Patties lasse ich da hinten noch ein bisschen ziehen. Jetzt kommt auf den Salat Coleslaw drauf. Da könnt ihr jetzt auch so viel drauf machen, wie euch das schmeckt. Aber der ist wirklich lecker, auch wenn ich den selber machen kann. Der hier ist wirklich lecker, weil mit Rotkohl habe ich den auch noch nie gemacht. Ich kenne das bloß mit Weißkraut, Weißkohl. Aber sowas habt ihr noch nie gegessen. Es sei denn, ihr wart schon mal an dem Foodtruck. So, jetzt kommt das da drauf. Dann kommen die Patties drauf. Zack. So, ich mache dann nochmal Käse oben drauf, damit der hier schön zerlaufen kann. Willst du auch oben nochmal Käse? Du willst ja eigentlich deine Garnelen drauf, haben. Ja, von mir aus kannst du Käse auch nochmal drauf machen. Käse, dann halten die Garnelen besser. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht eben. So, Käse, das kann und wenn dann schön, die Garnelen daneben fallen, ist auch nicht so schön. Kann dann schön schmelzen. Dann kriegt er jetzt hier seine Garnelen drauf. Machst du drei und den Rest daneben. So, wir machen dann jetzt noch unsere Zwiebelchen drauf und die dieses Bacon Jam. Dann noch die Scheibe Speck. Und dann kann der Burger zusammen gemacht werden. Deckel drauf. Man muss schon alle zusammen machen. So. Und jetzt ist es perfekt. Mein Mann kriegt dann jetzt noch seine Garnelen hier daneben. Die kann er dann so noch essen.
Und dann, was ist mit den anderen Soßen da? Was? Ja, die sollte eigentlich auch noch mit drauf. Die habe ich jetzt wieder vergessen in der Hektik. So ein Stress. War gut, dass du mich hast. Kommt jetzt hier noch mal ein bisschen von der Soße drauf. Das muss wirklich alle zusammen. Das passt alles hervorragend. Das ist genau abgestimmt, ja. Ja, das ist wirklich... Ich hätte nie gedacht, dass das so viel ausmacht, aber macht das. Du bist voll begeistert, ja. Nun, du hast nur einen bis jetzt gegessen davon. Ja. Ich habe ja Gott sei Dank noch mein Brötchen wieder drauf und dann kennt ihr das Spiel. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen dann jetzt essen gehen, weil ich will den ja auch noch warm essen. Schaut euch das an. Guckt da rein bei der Firma. Ich verlinke euch das, habe ich ja gesagt, habe ich versprochen. Und Freunde von mir sind auch schon begeistert. Denen habe ich das auch schon verlinkt, weil es ist einfach nur lecker. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die tollsten und schönsten Sachen, die wir so finden. Ja. Und das ist wirklich edel. Und so wie es aussieht, bist du absolut voll begeistert. Ja, die schmecken so lecker. Wahnsinn. Los, essen geht schnell.